So Bernd and I will try to initiate the discussion. Bernd und ich werden versuchen, die Diskussion erstmal einzuführen. Erstmal vielen Dank, Reinhold, für diese spannende Rede, die das Thema in ein ganz anderes Licht stellt, einen Aspekt, der gefehlt hat. Und Sie haben ja das Thema auf einem Fall von Architektur dargestellt. Sie haben aber beschrieben, wie es ein konsistentes Paket von kleinen Architekturentwürfen gibt, wie dieses Gebäude gebaut wurde, wofür es steht und wie es funktioniert. Die Frage, die ich gerne stellen würde, ist, dass wir ein Gespräch hatten, auch im Arch Plus, über den Preis der Repräsentation. Ist es hier repräsentativ? Ist es bezeichnend oder ist es willkürlich? Hat Form immer noch richtige Bedeutung heute? Sie haben es in diesem Fall beschrieben, aber wir haben ja David Harvey und andere seit den 70er Jahren, die bezweifelt haben, ob die Gestaltungen, die wir machen, die wir sehen, wirklich das repräsentieren, was da ist. Karin, vielleicht wollen Sie zuerst sprechen? Also ich mache es auf Deutsch. Auf Englisch ist es mir leider zu schwierig. Too difficult for me. Thank you. Ob man das noch sehen kann, das war deine Frage, wenn ich das richtig verstehe. Ich denke schon, dass man das sehen kann. Also ich war im letzten Jahr an dieser Stelle und hatte ein merkwürdiges Erlebnis. Auf der einen Seite eigentlich aus allem ferngehalten worden zu sein, weil es dort sehr viel Baustellen gibt und Zäune. Und auf der anderen Seite Türme, die im Entstehen waren oder schon standen, die wie aus einer anderen Welt waren, mit der man eigentlich nichts zu tun hatte. Es war eigentlich wie Kino. Was ich aber an dem Vortrag eben wichtig finde und was hat mir sehr gut gefallen, vielen Dank dafür, das ist etwas, worüber wir uns mal im Klaren werden müssen, dass diese Konstruktionen, an denen wir selber teilhaben, indem wir über Architektur und Architekten à la Oma, à la Rem Koolhaas und so weiter sprechen, wir selber Teil auch dieses Systems sind. Nicht nur die Architekten sind Teil dieses Systems, sondern wir selber haben daran teil. Und was ich in den letzten Jahren ganz extrem vermisst habe, ist wirklich, also auch aus den kritisch denkenden Kolleginnen und Kollegen und Leuten, die Zeitschriften machen und so weiter, das ist tatsächlich diese Distanz herzustellen zu dem, was da wirklich passiert. Im Grunde genommen habe ich den Eindruck, ist dieses System, in dem die Architektur, so wie Sie sie eben beschrieben haben, hergestellt wird, eines, an dem wir selber auch teilhaben. Das heißt, im Grunde genommen haben wir unsere kritische Kompetenz nicht richtig eingesetzt. Beziehungsweise dort, wo man sie richtig einsetzt, wird sie eigentlich kaum richtig gehört. Und was ich mich frage nach diesen zwei Tagen ist, wie sind denn tatsächlich diese Systeme nicht nur zu durchschauen? Ich glaube, das ist jeder kritischen Dimension zugänglich. Die Theorien und Theoretiker, auf die wir uns hier alle bezogen haben in den letzten Tagen, zwei Tagen, sind ja immer unter uns, zwischen Foucault und Derrida eigentlich weniger,
sind es ja immer Positionen, die wir hier mitdenken, die wir auch im Kopf haben. Aber interessanterweise kommen die ja nirgendwo in der Realität an. Und das ist doch die Frage, warum das so ist. Und das würde ich gerne jetzt auch in diesem Gespräch weitergeben. Nach so viel Negativität geht es mir eigentlich so ein bisschen wie den kritischen Theoretikern, dass ich sehr gerne irgendwo mal Licht am Horizont auch noch mal entdecken möchte. Das Denken über Utopien hatte das. Ich denke, Maldonado hatte das auch noch. Und die Frage ist ja, wie wir das für uns gewissermaßen reaktivieren können. Und das würde ich gerne hier letztlich auch noch mal diskutieren. Reicht das? Ja. Did you want to react to that directly? Wollten Sie darauf reagieren direkt? Da musste ich wahrscheinlich auf sehr viel reagieren. Das war ganz schön viel. Yes, I mean, I agree. Ich bin mit Ihnen einverstanden. Well, maybe there are two. I was thinking about two dimensions. Es sind zwei Dimensionen, die mir hier einfallen. You know, at a practical level, we auf einer praktischen Ebene müssen wir jeden Tag damit umgehen. Diejenigen von uns, die werdenden Architekten unterrichten, wie ich, viele von Ihnen sind vielleicht sogar Studenten hier, das ist die erste Frage, die Sie stellen. Sie sagen, okay, was mache ich denn? Wie gehe ich mit diesem Problem um? Was kann man da tun? Und da würde ich gerne zwei Antworten Ihnen geben. Beide beziehen sich auf diesen Raum. Eine bezieht sich auf das Thema der Utopien, wie Sie es auch erwähnt haben. Ich würde es das Problem so übersetzen. Ich würde sagen, dass es weitergeht als Ernst Bloch und diese Tradition. Aber es hat eine gewisse Sympathie damit. Es ist nicht so sehr eine Hoffnung als ein Gedanke. Utopie ist ja ein Gedanke. Und man kann es nicht immer denken. Es ist nicht immer denkbar. Ich will es kurz fassen, historisch, aber eine Erklärung für wie wir hinkamen, wo wir hinkamen. Denn ich könnte ja genauso gut fragen, wie ist es möglich, dass manche Projekte, die ich hier auf dem Bildschirm oder die beschrieben worden sind in den früheren Panels als Utopien bezeichnet werden. Manche waren vielleicht utopischer als andere, aber eine Utopie ist eine Zäsüre, ein Schnitt. Eine klassische Charakteristika davon in vielen Utopien ist, dass es dann kein Geld mehr gibt. Geld ist weg. Das hatte ich nicht gehört in vielen von den Fällen. Durchgehend, Rem Koolhaas zum Beispiel, ersetzt einen öffentlichen Sozialwohnungsbau zu einem, wo man einen Architekt selber holen könnte und bezahlen könnte. Die Herausforderung ist dann, wie man Utopien durchdenken kann in einem diskursiven Sinne. Machtverhältnisse, die diesen Gedanken aktiv blockiert haben. Und eine weitere Antwort, die damit verwandt ist, und das werden wir sicherlich für die nächsten paar Monate bestimmt diskutieren, sind die Orte, an denen die Architektur Menschen engagiert, involviert. Und typischerweise ist das im Wohnungsbau. Ich finde die Arbeit, die Sie hier machen, wirklich unglaublich interessant. Und meine Reaktion ist, dass man versucht, die Frage von Wohnungsbau nochmal zu öffnen. Es muss ja keine utopische Frage sein. Eigentlich ist es keine. Ich würde gerne etwas hinzufügen und die Frage stellen, ob wir in einer Situation sind, wo es überhaupt möglich ist, utopisch zu denken. Finden wir uns nicht in einer Situation, wo die Zukunft schon hinter uns liegt, weil wir so viel Infrastruktur aufgebaut haben. Wir haben so viel Planetenzeit aufgebraucht. Wir verbrauchen den Planeten so schnell auf, dass es sehr schwierig wird, auf der einen Seite einen sozialen Konsens zusammenzubringen über neue Ideen, weil wir so fragmentiert sind, und auf der anderen Seite neue Ideen gleichzeitig
zu entwickeln. Das wurde ja gestern besprochen und auch zum Teil heute. Wenn Sie die Frage stellen, was ist der Megatrend unserer Zeit, dann ist es der Algorithmus, Calculus. Es kontrolliert, was wir machen im Grunde. Und wenn man sich überlegt, dass ein Calculus keinen Sinn hat, keine Bedeutung hat, und die Frage ist, wie kommt dieser Sinn in das System? Und ein Hauptakteur ist, haben Sie ja beschrieben, Fox. Sie haben das Geld, um diesen Algorithmus zu beeinflussen. Und wir werden gefüttert von den Netzwerken. Wir benutzen sie jede Stunde und wir füttern diesen Algorithmus, aber nicht als bewusstes Projekt, sondern als Verhaltensweise. Es ist fast ein natürlicher Prozess, wie wir diesen Algorithmus futtern. Man könnte also sagen, dass die Gesellschaft momentan gestaltet wird von einem natürlichen Prozess des menschlichen Verhaltens. Ich spreche vielleicht auch auf Deutsch, fällt mir ein bisschen leichter, wenn es in Ordnung ist. Um kurz zurückzukommen auf die Fragen, wo die Utopien hin sind. Man muss vielleicht bedenken, dass seit der Zeit, als dieser Begriff aufkam, seit Thomas Morus, seit den utopischen Romanen im 17. und 18. Jahrhundert, es immer darum ging, dass es noch weiße Flecken auf der Landkarte gab. Das heißt, die Utopie, der Nichtort, hat vorausgesetzt, dass es in der Topografie der Erde weiße Flecken gibt. In dem Moment, wo diese weißen Flecken aufgefüllt waren und es keine Utopie auf der Erde mehr gegeben hat, rein topografisch, ging das utopische Denken Richtung Weltraum. Wenn man sich ansieht, die ganze zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Aufbruchsstimmung auf den Mond, auf den Mars, in den Weltraum. Auch das scheint vorbei zu sein. Und man kann sich zum Beispiel literaturästhetisch fragen, die Science Fiction nicht ersetzt worden ist durch Fantasy. Wenn man sich ansieht, was die Imaginationen der Gegenwart in Literatur oder Fernsehserien oder Kino bereithalten, dann hat man das Gefühl, dass diese schrille, silberne Zukunftsästhetik der 60er, 70er Jahre durch eine Game of Thrones oder Harry Potter Ästhetik abgelöst worden ist. Das heißt, es geht zeitlich gesehen zurück in eine ganz ferne Vergangenheit. Das geht imaginationstechnisch zurück in so eine Mittelalter-Faszination. Und man hat den Eindruck, dass die Utopie der Gegenwart irgendwo in Mittelerde des 12. Jahrhunderts oder so ist. Ja, ich wollte ganz kurz kommentieren. Ich wollte sagen, es gab nie blanke, weiße Flecken auf den Landkarten. Das war ja ein Produkt der kolonialistischen Vorstellungskraft. Bernard Siegert zum Beispiel schreibt über Landkarten und Raster in seinem Buch über kulturelle Techniken. Aber er zeigt Bernard ganz einfach, wie diese weiße Flecken, die ja eine Bedingung des Kolonialismus Europas ist. Wir sind doch in Berlin, also können wir ein bisschen Medientheorie betreiben, oder? Also sie werden produziert von dem Apparatus von Kartografie. Kartenzeichen. Und es stimmt. Natürlich denken die Leute dann an Mars und das ist auf jeden Fall richtig und diese ganze Fantasie, die die Wirklichkeit ersetzt, das ist auf jeden Fall so, zumindest was englische Bücher für Kinder angeht. Also sie ersetzen nicht die Wirklichkeit, sondern sie ersetzen Utopien. Vielleicht kennen Sie solche Bücher, ich weiß gar nicht, ob man sie kennt. Kim Stanley Robinson ist zum Beispiel jemand, der die Mars-Trilogie geschrieben hat, recht berühmt Science-Fiction-Buch, ein Student von Jameson, der hat also kritische Theorie geschrieben. Viele von den Autoren, die wir beschrieben haben, reagieren auf genau diese Probleme und er auch. Also Mars-Kolonisierung, darum geht es, aber wenn man das Buch liest, die Serien, besser gesagt, es sind ja mehrere Bücher, aber wenn man sie liest, wird man sehr schnell verstehen, dass es nicht um Mars hier geht, sondern um die Erde. Und das ist eine weitere
Dimension. Und Jensen betont dies sehr emphatisch. Und das hilft uns vielleicht, das Problem der Utopie zu verstehen, die Reflexivität von solchen Gedanken. Also es geht nicht darum, nach Mars zu gehen, ob wir eine perfekte Gesellschaft auf Mars gründen können, sondern es geht darum, was passiert, wenn wir uns sowas ausdenken. Vielleicht kommen wir jetzt zurück zum Thema Utopien und einen kritischen Ansatz gegenüber der Architektur. Ich glaube, dass die Mars-Trilogie für uns so spannend ist, weil wir uns gerne vorstellen wollen. Es ist schön zu lesen, es ist recht radikal und es ist allumfassend. Und das habe ich versucht, in meinem Titel einzubauen. Ein Grund, warum Utopien immer so faszinierend sind für Gestalter, ist, dass man eine Gesamtgestaltung in seinen weiße Flecke in seinem Kopf praktisch kreieren kann. Man reflektiert natürlich das Hier und Jetzt zwar, aber wenn man provokant sein will, sind Utopien die natürliche Spielplätze für Gestalter. Das sind keine Kunden und keine ärgerlichen Dinge, auf die man achten muss. Aber wir benutzen Utopien in zwei Sinnen in dieser Diskussion. Einmal das ewige Versprechen, die Verheißung für ein Leben, das wir irgendwann erreichen werden, weil wir haben jetzt alle Schwierigkeiten, aber wir haben eine Verheißung, dass es morgen besser sein wird. Das ist auch eine politische Funktion von Utopien und es wurde sehr oft in Machtkämpfe benutzt. Utopien können auch sehr gefährlich werden. Wir leben ja in Berlin, da muss ich gar nicht ins Detail gehen, oder? Wo das alles hinführen kann. Und deswegen finde ich es ein wenig komisch, wenn wir sagen, dass wir keine Utopien mehr haben. Ich glaube, dass wir immer über sowas nachdenken können, als praktische Architekt und Gestalter und auch als Wissenschaftler, frage ich mich natürlich, wie weit wir hier gehen können und wollen und welchen Ehrgeiz haben wir. Und die Totalgestaltung von Utopien ist natürlich die Erfüllung von alles, was ich will. Ich kann es ja hinausziehen. Ich gebe Ihnen vielleicht mal ein Beispiel. Ein Freund von mir hat seine Wohnung renoviert in Zürich und er hat seinen Kunden davon überzeugt, dass er nicht Wohnungen haben soll, kurzfristig für Businessleute, sondern dass er 5 Wohnungen für Familien vermieten soll. Und ist das genug für einen Architekt, dass er sowas erreicht bei seinem Kunden? Wir haben einen Entwurf gemacht für ein Gebäude, das abgerissen werden sollte. Wir haben gesagt, man könnte es erhalten und im Ergebnis dessen gibt es jetzt eine neue Wohnungsbaugenossenschaft, die genau jenes Projekt macht, weil die haben eben das Design als Vorschlag gehabt. Genau das ist der Maßstab, den wir diskutieren. Spielen wir hier mit dem Feuer, wenn wir versuchen, alles neu zu entwerfen? Ist es nicht der alte Wunsch, alles abzureißen, eine neue Gesellschaft aufzubauen? Wir wissen, wohin das führt. Das Thema, da können Sie vielleicht noch was sagen zur Utopie, aber gibt es auch alternative Modelle, die man dann verbreitern kann bis zu dem Maß, das wir brauchen. Meine Frage ist erstmal, was ist unser Maßstab? Weil genau das ist die Frage. Geht es eigentlich um das große Modell der Utopie, wo alles sich zusammenfügen muss, alle Puzzlestücke müssen sich zusammenfügen und man hat eine neue Gesellschaft jenseits des Geldes und jenseits von Fox News? Oder ist es etwas Dynamischeres? Wir haben ja auch über statische versus dynamische Ereignisse gesprochen, sodass wir vielleicht nicht eine Utopie haben, sondern konkrete Projekte, konkrete Verfahren. Und wir reden auch über alle die Zwischentöne zwischen ganz, ganz schlecht und ganz, ganz gut. Vielleicht, wo man eben vielleicht manchmal was tweetet und es besser ist, als ob man es nicht tut. Vielleicht eine etwas falsche Wegmarke gesetzt. Ich wollte nicht über Möglichkeiten utopischer Ziele sprechen. Was ich sowieso bei uns merkwürdig finde, ist, dass wir eigentlich immer nur über das okkupierte, das vergewaltigte Bewusstsein sprechen.
Wir sind gar nicht mehr in der Lage, tatsächlich gewissermaßen nach unten zu gehen und uns mit Erfahrungswerten anzureichern, die nicht die unsrigen sind, die ganz andere sind. Ich möchte nochmal auf Lefebvre zu sprechen kommen, der ja aus einer ganz bestimmten Haltung heraus schon 1945 begonnen hat und dann später das Jahr weiter ausgeführt hat, darüber nachzudenken, was eigentlich Alltagswelten sind und was sich darin konstituiert. Ich habe den Eindruck, dass wir sehr schnell bereit sind, eine homogene, abgeschottete Welt, so wie Ground Zero jetzt ausschaut, zu denken und das for granted und das für alles zu nehmen. Ich glaube aber nicht, dass das alles ist. Ich glaube, dass wir mitten in Widersprüchen stecken. Und diese Widersprüche selbst werden es sein, die bestimmte Dinge verändern werden. Und zwar relativ bald. Ich denke, wir sehen sie auch schon. Und deshalb möchte ich also gar nicht mal so sehr über utopische Modelle sprechen. Wenn ich möchte, dass wir versuchen, darüber nachzudenken, wo Licht am Ende des Tunnels erscheint, dann denke ich, müssen wir nur auf die Erde schauen und gucken, was hier derzeit nicht nur in Europa, sondern auch anderswo los ist. Und dann, denke ich, kommt man auf Überlegungen, die einen Gestaltungsbegriff auch rechtfertigen, der viel breiter ist, als wir ihn hier im Design besprochen haben. Und diese beiden Positionen von Gestaltung, Design gewissermaßen für unseren Alltagsgebrauch hier und Gestaltung von Gesellschaft im größeren Zusammenhang, im politischen Zusammenhang. Und diese politischen Zusammenhänge sind höchst widersprüchlich, sie sind nicht so homogen. Dann kommt man eventuell auf Strukturen, die brechen. Und dann kann man vielleicht auch darüber nachdenken, unter welchen Voraussetzungen sie brechen werden oder sie sind gerade am Brechen und wie man darin Gestaltungselemente wahrnehmen kann. Wenn ich das Mikrofon jetzt nicht in der Hand hätte, würde ich jetzt applaudieren, weil der Gedanke gefällt mir. Das ist genau die Wurzel der Dinge. Wie können wir die Gesellschaft anders verändern? Das geht genau darauf zurück, dass wir verstehen müssen, welche Beziehungen wir reproduzieren, welche Spannungen wir haben unterhalb dieser Machtbeziehungen und was wir tun müssen, um darüber hinauszugehen. Und ich habe schon ein paar Sachen gesagt gestern darüber, wie wir über die Gesellschaft nicht nur denken müssen, sondern auch agieren müssen, wie man existierende Regeln auch infrage stellen muss. Das sind die großen Fragen. Und wenn ich das als Außenseiter sagen darf, der Beruf des Designers muss tatsächlich Curricula entwickeln, das auch weiterentwickeln und wir müssen auch Kooperation in unserer Gesellschaft suchen mit denen, die Kompetenz haben für diese Fragen. Ich würde gerne auch noch was sagen über die Design Curricula, weil wir sprechen ja hier im Rahmen des Bauhauses und das sind Konzepte sehr wichtig. Die erste Frage, die hatten wir noch nicht beantwortet, die Frage nach Form und Bedeutung, und hier werde ich nur ganz kurz ein paar Illustrationen geben. Wenn ich das in Amerika sage, dann habe ich immer ein Problem, aber hier kann ich es wohl offen aussprechen. Man hat dieses Ground Zero Memorial, diese Gedenkstätte mit dem Wasser, das da fließt. Und man könnte jetzt so ein Gedankenexperiment machen. Ich stelle mir vor, wenn anstatt des Wassers Öl flösse, es wäre ein besseres Monument, würde dort anstatt des reinen Wassers Öl fließen. Das würde man aber als Verunglimpfung betrachten. Genau deswegen denke ich, es ist der Unterschied, der hier schon zu einem Gegenentwurf führen könnte. Pädagogischer gesprochen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir mal ein Bauhaus nicht nur 2.0, sondern 5.0 oder so haben. Ein Bauhaus, das wieder auf diese
Linien, Ebenen zurückgeht, nicht anfängt mit dem Raum, sondern mit dem Maßstab. Und der Maßstab ist tatsächlich für mich eine ausschlaggebende Frage. Und das Erste, was wir dann machen würden, und zumindest ich würde es machen, wenn ich diese Klasse unterrichten, ich würde den Gedanken des menschlichen Maßstabs verändern. Ich meine, auf welchem Maßstab ist die Kontrollgesellschaft angesiedelt? Sie haben ja das Essay von Deleuze zitiert. Deleuze spricht nicht über Individualisierung, sondern Individualisierung. Das ist irgendwie eine schizophrene Wahrnehmung, das Runterbrechen der Subjektivität auf der Ebene der Buchstaben, der Zahlen. Your PIN code and all the rest of it, all the codes. All dieser Codes, die man hat, der PIN-Codes, alles das zerschneidet einen. Alle diese Codierungen trennen den Menschen in verschiedene Teile. Es gibt immer noch den alten Gedanken des 19. Jahrhunderts, des menschlichen Maßstabs. Ich glaube, der ist heute nicht mehr so hilfreich. Auf der anderen Ebene des Spektrums kann man natürlich auch den Maßstab als etwas betrachten, wo man rein oder rauszoomen kann. Das bewahrt den Gedanken, dass authentische Erfahrung hier existiert, wo wir uns gegenüber sitzen. Allerdings gehen wir auch über diese Maßstäbe ständig hinaus und das immer wieder. Also global zu denken heißt nicht unbedingt abstrakt zu denken, sondern konkret zu denken, konkret mit unterschiedlichen Instrumenten und präzise dabei zu sein, mit einer Präzision zu denken, die für die Ausbildung am Bauhaus charakteristisch war. Die Frage ist also, wie transformieren wir die humanistische Auffassung vom Maßstab des 19. Jahrhunderts in unsere Gegenwart? Maßstab ist auch etwas, wo man in den letzten Tagen immer eine andere Frage gehört hat, die nie beantwortet wurde. Welche Gesellschaft haben wir? Worüber reden wir, wenn wir Gesellschaft sagen? Es wurde gesagt, dass das Facebook irgendwie 900 Millionen Mitglieder hat. Das schließt immer noch 7 Milliarden Menschen aus, die nicht auf Facebook sind. Was ist mit diesen 7 Milliarden? Wie beziehen Sie sich auf unsere Debatte oder unsere Debatte sich auf Sie? Naja, wenn man sich die exponentiell steigenden Kurven ansieht, die Mitgliederzahl dieser sozialen Netzwerke angeben, dann ist es schon eher eine weiterhin steigende Erfolgsgeschichte. Also natürlich ist es so, dass jetzt 1 Milliarde Mitglieder dieser Netzwerke sind und 6 noch nicht, aber vor 5 Jahren waren 850 Millionen noch nicht Mitglieder. Also das heißt, das ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, das gegeneinander auszuspielen. Also, aber die Frage, was das jetzt sozusagen für die geografischen Felder oder topografischen Felder auf der Welt bedeutet, die noch nicht angeschlossen sind an diese elektronischen Vernetzungen, das kann ich, glaube ich, schlecht beantworten. Oder in welche Richtung? Oder möchte jemand? I would like to continue on the issue of scale. Da würde ich noch etwas sagen wollen zum Maßstab und zur Ursprungsfrage der Form. Ich bin Architekt und Städteplaner. Die Frage ist, kann man mit Design etwas verändern? Natürlich, ja, man kann Orte zugänglich machen, man kann dafür sorgen, dass Menschen sich sehen, sich treffen oder eben nicht. Auf dem Maßstab der Architektur und auf der Ebene des Facebooks und der Schnittstellen kann ich das gut beantworten. Und da gibt es schon Design, das befähigt. Und eine befähigende Funktion ist ja immer da. Also die Frage des Maßstabs in Verbindung mit dem utopischen Denken. Utopie ist immer noch der größte Maßstab des Designs, den man sich vorstellen kann. Meine Frage ist, wie groß dürfen wir Dinge für die Gesellschaft entwerfen? Wann kommt der Moment, wo Design oder Designer, Gestalter so viel Macht über ihr Design haben, dass es politisch fragwürdig wird? Das ist die Frage des Maßstabes.
Reinhard Martin hat den Fox Tower gezeigt. Tatsächlich, es ist ein Bild für die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten. Was ist die Antwort? Müssen wir daneben einen größeren Turm bauen, den Foucault-Turm, und der macht die Dinge wieder gut, wenn der Fox Tower das böse Symbol ist? Oder müssen wir einfach einen völlig anderen Maßstab finden? Und genau das bringt uns zum Bauhaus. Bauhaus hat die Maßstäbe miteinander verbunden, kleine Maßstäbe und riesige, die immer noch in ihren Ergebnissen ambivalent sind. Deswegen ist sind die Studien von Hannes Meyer für uns so relevant heute. Ich bin Reinhold sehr dankbar für die Bemerkung mit den unterschiedlichen Maßstäben. Und ich war so ein bisschen skeptisch, als Karin gesagt hat, wir müssen mal runter auf den Boden. Vielleicht habe ich sie auch missverstanden. Das Problem, das du angesprochen hast, Christian, ist ja die Frage, was verstehen wir unter Design? Hier kann ich nur ein ganz einfaches Beispiel geben. Wir haben eine Greenpeace-Aktion gezeigt und Greenpeace ist für mich eine Organisation, die Designaktionen macht, die Medienaufmerksamkeit generiert mit Design und Themen eben so in den Vordergrund bekommt. Also wir müssen vom großen Maßstab aus konkreter sein. Das wurde auch gesagt. Nicht jede Designfrage ist eine Frage des Urbanismus und der Architektur. Nicht jede Designfrage ist die Frage einer Lösung oder einer Strukturfindung. Es wäre eine Design soll aber auch Dinge dramatisieren, Dinge sichtbar machen, die vorher nicht sichtbar waren, durch eben eine Design-Action. Das ist die Schwierigkeit und heute haben wir häufig die Fokussierung eng auf den kleinen Maßstab, auch das ist eine gefährliche Falle. Wir müssen wissen natürlich, dass wir nicht so naiv über den großen Maßstab reden können wie bei der Avantgarde. Aber wir können den globalen Maßstab auch nicht ganz außer Acht lassen. Die Frage ist nur, welche Ideen haben wir dafür und welche Absichten haben wir? Aber wir können nicht sagen, wir kümmern uns die kleinen Sachen, da machen wir uns wenigstens die Hände nicht schmutzig und wir sind trotzdem noch sensibel, reflektiv etc. Ich mich gefragt habe bei dem Motto der Tagung, Can Design Change Society? Das impliziert ja, dass es immer noch designferne Bereiche gäbe, die eigentlich für die Gesellschaft verantwortlich seien und auf dem Fundament dieser designfernen Konstellationen kommt dann das Design und schaut, was noch übrig ist für es. Ich glaube, es ist ja genau andersrum. Ich glaube ja, dass das 20. Jahrhundert die designfernen Bereiche abgeschafft hat. Also wenn man sich überlegt, was die Geschichte der Politikinszenierung im 20. Jahrhundert ist, die Geschichte die Diktatur des Marketings beinahe. Es gibt ja keinen Bereich mehr, sei es in der Politik, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Ökologie, der designfern ist. Und deswegen, glaube ich, muss man vielleicht die Geschichte andersrum stellen. Also es geht nicht darum, wo ist die Legitimität für das Design, noch etwas an gesellschaftsstiftenden Impulsen abzukriegen, sondern man muss sich fragen, gibt es überhaupt noch designferne Gestaltung der Gesellschaft? Und da, glaube ich, ist interessant, was Sie als Stichwort in die Diskussion gebracht haben, die Algorithmen. Also das wäre für mich, glaube ich, eine interessante Fragestellung. Ist die algorithmisch kodierte Kultur der Gegenwart Design? Ist der Algorithmus designed? Und da gibt es ja zum Beispiel diesen sehr interessanten amerikanischen Medientheoretiker Alexander Galloway, der ja unterscheidet zwischen Data und Information und sagt, Data ist das Nicht-Designte. Das ist aber eine relativ angreifbare Entscheidung. Also das, aber ich glaube, die Frage impliziert ja so ein bisschen, dass eigentlich andere Bereiche für die Gestaltung der Gesellschaft zuständig sind. Das glaube ich genau nicht. Ganz kurz vielleicht dazu, ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, über diese, was eigentlich mit dieser Frage los ist. Und da ist natürlich mit dem Können ist ja sozusagen so auch etwas Freiheitliches, auch Intentionales. Also wir können natürlich sagen, Design shapes society, society shapes design, forget it about it. Aber in dieser Frage steckt ja sozusagen das Volontäre und auch das emanzipatorische Wollen da drin. So, und da ist natürlich die große Frage, also auch wieder mit den Algorithmen,
Gibt es überhaupt, also kann es diese Intentionalität geben und wie kann es sie geben? Es gibt sie ja, dieser Voluntarismus gibt es ja ganz stark negativ von unserer Perspektive aus im Islamischen Staat. Der Islamische Staat macht sich den Algorithmus zunutze, macht sich die Popsprache zunutze und kommuniziert aber ganz andere Inhalte als sozusagen die Kulturen, aus denen diese Sprachen kamen. Ja? Und der Islamische Staat wäre jetzt für mich ein Negativbeispiel, dass es Alternativen, Ausbrüche aus dem bestehenden System gibt, gleichwohl das System nutzend. Und zwar auf relativ hohem Scale-Level. Ja? Das ist also. Von daher ist ja die Grundfrage, wo sind die Alternativen zum Bestehenden? Ja, wenn das Bestehende sozusagen vom Algorithmus so eingefangen wird durch die Feedback-Loops, dass es sehr schwer ist, da rauszugehen, sodass Kreuz ja gestern gesagt hat, die Alternative ist der Kosmos, ist gar nicht hier. Und da frage ich mich, gibt es da auf der einen Seite nur kleine Modelle, die in sich eine Legitimation haben? Oder gibt es ja, etwas, was man upscalen kann, was größere Teile der Gesellschaft erreicht? Ich denke nicht, der kleine Maßstab ist jetzt irgendwo die richtige Antwort. Was wir gegenwärtig sehen, ist eine Wiederbelebung der Systemtheorie, die dem Szenariendenken zugrunde lag. Der Algorithmus sagt immer, mit den großen Daten, mit dem Big Data kann man die tolle Formel für die Gesellschaft finden und kann die Gesellschaft dann verändern. Imagineering of consent. Das habe ich gemeint, als ich sagte, man stellt sich das Einverständnis vor. Das macht Greenpeace. Die haben keine Designer, die da irgendwo alles entworfen wird. Aber die finden den neuralen Punkt, wo man mit begrenzten Ressourcen etwas erreichen kann, taktisch oder strategisch. Das ist auch eine Frage der Anerkennung dessen, dass die totale Kontrolle unmöglich ist. Und das ist ein Wort, das ich heute generell vermisst habe. Bei Design geht es um Kontrolle, weil genau das macht Design. Es entscheidet, was zu kontrollieren ist und wie. Das heißt nicht, dass man irgendwo auf großer Ebene nicht sich einmischen sollte oder glauben sollte, es gibt keinen großen Maßstab. Aber Ihre Ansätze müssen sich ändern, ihre Haltung, weil will man einen Löffel so designen, dass man ihn total kontrollieren kann, das ist ja wirklich wichtig, sonst kriegt man sein Ei nicht auf den Löffel und nicht in den Mund, nutzt man den gleichen Ansatz für eine ganze Stadt, und das haben wir gesehen in Amsterdam, dann geht das nicht, weil die Komplexität ist zu groß. Die entstehenden adaptiven Systeme lassen eine solche Totalkontrolle nicht zu. Design auf kleiner Ebene und auf dem großen Maßstab, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und genau da müssen wir aus der Sicht des Bauhauses auch Position beziehen. Es gibt hier viele Antworten auf die Frage, was zu tun ist. Eine Antwort ist nur, öffnen Sie die Grenzen. Ich meine, das kann man tatsächlich machen. Man kann jetzt die Grenzen öffnen. Und das sage ich den Amerikanern genauso wie den Europäern. Und es ist eine praktische, direkte Reaktion auf einem sehr großen Maßstab, nämlich auf dem Maßstab der Nationalstaaten. Denn schließlich und endlich, und hier kann ich mit Bernhard Siegel sprechen, was ist Design? Es ist ein aktives Ziehen einer Linie. Und eine der wichtigsten Linien, die wir gezogen haben, ist die Grenze. Ist die Grenze. Und es gibt sehr viele Beispiele großer Interventionen an der Grenze, nicht nur die Schließung der Grenzen. Ich meine, es ist ja in der letzten Woche ganz klar dazu gekommen, dass Europa die Grenzen geschlossen hat. Ungarn ist heute nicht mehr das Ungarn, es ist noch vor einer Woche gewesen. Es sind historische Ereignisse. Es gibt die Debatten in den USA hinsichtlich der Präsidialwahlen, ach, da wird viel diskutiert über die Schließung der Grenzen, wirklich gigantische Mauern zu bauen. Es gibt eine Mauer und die hat man genau, die Mauer gezogen zwischen
Israel und Palästina, gemeinsam entschieden, in einem politischen Prozess genauso präzise gebaut, wie man es im Bauhaus gemacht hätte. Und hier können wir wirklich mit dem Bauhaus denken, mit Punkten, mit Linien, mit Ebenen, wie Design, nämlich das Ziehen einer Linie, Welten produziert. Jetzt will ich noch was sagen über die Mehrheit der Weltbevölkerung. Auch da gibt es eine Linie und es gibt eigentlich viele. Und durch Design, per Design sind sie außen. Damit wir hier sitzen können und tun können, was wir tun, müssen Millionen draußen sein. Deswegen sage ich, öffnen der Grenzen, das ist ein Schritt. Weil jeder weiß und intuitiv weiß, dass das nicht so einfach geht, strukturell gesprochen. Und zumindest nicht in einem Zuge. Ich bekomme ganz atavistische Gefühle, wenn ich uns zuhöre. Und zwar dahingehend, dass ich, vielleicht ist das so eine jugendliche Sündengeschichte, weiß ich auch nicht. Aber immer wenn ich davon höre und damit konfrontiert bin, dass es keine Ausweg gibt, habe ich das Gefühl, irgendwo muss einer sein und die Frage stellt sich dann, wie bitte geht das? Wenn Sie das mit den Mauern jetzt anführen, möchte ich ganz konkret darauf reagieren. Wer hat jetzt in den letzten Tagen die Mauern eigentlich überrannt? Ich will damit nicht sagen, dass diese Politik der Abschottung, die wir in Europa haben, die wir anderswo auch schon seit vielen Jahren haben, aber jetzt ganz radikal und verstärkt hier in unserem Bewusstsein, dass es die nicht gäbe. Natürlich gibt es die, selbstverständlich. Aber die Frage ist, welche Widersprüche konstituieren sich eigentlich durch diese Dinge? Was passiert da eigentlich? Und ich habe so ein merkwürdiges Gefühl, dass ich denke, solange ich noch in der Lage bin, eine solche Situation wie den Widerstand zu denken überhaupt und das nicht völlig vergessen habe, dass es das gibt, glaube ich zwar nicht an utopische Modelle, aber ich denke, dass der Weg nicht so eingleisig, so homogenisiert, so eindeutig gewalttätig und machtorientiert sein wird. Vielleicht ist das auch ein utopischer Gedanke und den müsste ich mir natürlich mit der kritischen Theorie, wenn wir den hier schon haben, wieder abschminken. Das ist mir schon klar. Der Bloch hatte nicht viel Ansehen in diesem Zusammenhang von Herrn Adorno. Aber ich denke doch, dass wie auch immer das mit den Algorithmen ausgeht, ich weiß zu wenig darüber, ich verstehe es wirklich gesagt nicht, was da passiert, wie immer das ausgeht, es bleibt ein bestimmter Rest, der gewissermaßen überhaupt gar keinen Zugang dazu hat. Und ob Facebook oder worüber wir sprachen, war das Facebook, bei dem jetzt 6 Millionen sind oder 900.000 und wir sind bei Milliarden, ob diese Prozesse eigentlich, großer, ja, ob diese Prozesse einfach so weitergehen. Mich erinnert das ein bisschen daran, wie die Moderne tatsächlich Zukunft gedacht hat. Technologien entwickeln sich widerstandslos, von hier nach hinten. Und ich denke auch, dass dies allein schon, dass wir so darüber nachdenken, ist ein Hinweis darauf, dass es irgendwo brodelt. Und es brodelt gewaltig. Und die Frage ist, wie das ausgeht. Geht es in den neuen Faschismus, in bestimmten Gesellschaften? Das ist nicht auszuschließen. Aber es passiert etwas. Und ja, die These ist ja gerade, dass die Refugees sozusagen die Akteure einer neuen Ordnung sind. Das ist ja auch die These, glaube ich, die Reinhold vertreten würde. Indem sie die Grenzen einfach überschreiten, die bestehenden Grenzen, führen sie in gewisser Weise das alte System ad absurdum. Yeah, right. It just, the, the
Das Problem ist nicht, wie man rauskommt, sondern wie man reinkommt. Ihr Problem ist nicht, wie man rauskommt aus dem System, das wir beschrieben haben, sondern es ist, wie Sie wieder reinkommen. Das stimmt nicht. Sie sind schon Teil dessen. Es ist nicht so außen und innen. Sie sind Teil dessen. Also. Eigentlich wollte ich etwas sagen zu dem, was Reinhold gesagt hat. Mir gefiel viel von dem, was Sie gesagt haben, aber die Frage am Schluss war, glaube ich, nicht genau. Sie sind zum Schluss gekommen mit der Frage, Sie haben gefragt, wie kann die Gestaltung diesen Prozessen verändern? Ich glaube, wir müssen versuchen zu verstehen, was die Veränderungen sind und was kann Gestaltung zu diesen Mechanismen beitragen. Wir haben ja von Transitionstheorie in soziale Veränderungen gesprochen. Wir können uns ja nicht nur auf eine Ebene fokussieren. Wir müssen uns verschiedene Ebenen gleichzeitig uns anschauen. Unterschiedliche Praktiken, unterschiedliche Strukturen und eine Veränderung kommt aus verschiedenen Interaktionen. Und die Gestaltung kann hier was beitragen, auch zu den Interaktionen. Also wie kann die Gestaltung sich beibringen, hier besser zu werden? Das wäre für mich eine Frage. Und eine zweite Bemerkung wäre, auch in Bezug auf was wir schon gesagt haben, es gibt immer unerwartete Ereignisse. Alles ist denn immer anders, als wir denken. Städte sind wesentlich komplizierter, als man vielleicht so denkt. Also Gestaltung als Objekt und als Gedanke sollen betrachtet werden als ein Teil des Prozesses der Veränderung. Und eine Sache, die ich gehört habe heute Nachmittag, war, was mich sehr interessiert hat, war eine permanente Temporalität. Das wäre vielleicht auch sehr hilfreich, um die Frage, die Sie in Ihrem Vortrag vorgeschlagen haben, erwähnt haben, zu beantworten. Das hat mir sehr gut gefallen, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe mich ein wenig einsam gefühlt. Ich bin kein dialektischer Denker und ich sehe nicht, dass immer alles schrecklich wird und dann kommt Widerstand. Aber ich bin ja Teil davon. Ich bin ja nicht draußen. Aber wer hat gesagt, dass alles jetzt düster ist? Naja, wir reden von einem System, das immer nach unten geht und wir müssen Widerstand entwickeln. So verstehe ich das. Das ist vielleicht altmodisches Denken. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen provokant hier. Aber vielleicht ist es alles hier nicht so schlimm, wenn so viele zu uns kommen wollen. Aber es ist sehr kompliziert. Wir sind in einem System, das sich verändert, aber wir sind Teil von dem System. Und natürlich hätten wir gerne alles viel, viel klarer, aber wir können es nicht wirklich gut verstehen. Jetzt beziehen wir uns nur noch aufeinander und das ist dann höchste Zeit, Fragen vom Publikum zu holen. Haben wir ein Mikrofon hier? Also, so sehr ich mich mit Frau Wilhelm gestern gestritten habe, so sehr freue ich mich heute über Ihre Beiträge, weil Sie Lefebvre ins Spiel gebracht haben. Und diese Verwirrung, die hier teilweise ja auch stattfindet, die sich mit Lefebvre sehr viel besser, finde ich, erstmal in den Griff kriegen lässt. Sie haben die von Lefebvre so betonte Alltagswelt erwähnt und eben genau an dem Beispiel, was sozusagen gerade global diese Ordnung niederrennt, sozusagen in der Art oder dabei ist anzuklopfen und uns die großpolitischen Kontrollfragen sozusagen, Dinge, die undenkbar schienen, in Gang setzen wird. Also das ist nicht aufzuhalten durch die Zäune, die da gebaut werden, das weiß doch jeder, also jedes Kind weiß, dass das nicht aufhören wird. Und bei Lefebvre ist ja sehr wichtig, dass er das Ganze im Grunde auf eine Art prognostiziert hat, als die Auseinandersetzung zwischen der globalen Ebene, die derzeit unsere Städte sozusagen unterwirft, das globale Denken, wo ich diese Art des utopischen Denkens als Großdenken auch mit einsortieren würde, das sind aber auch die großen ideologischen oder religiösen Modelle, und dem er das Alltagsleben bzw. diese private Ebene, aus der heraus sozusagen diese Veränderung ihre Richtung kriegen müsste,
entgegensetzt. Ich finde, dass wir diesen Konflikt in den letzten 5 Jahren absolut überall sehen. Wir sehen die Plätze, die besetzt werden von Leuten, die dort private Tätigkeiten ausüben und in politische Kontexte stellen und dadurch anfangen, die Türkei zu ändern. Die Wall Street, New York vielleicht als Beispiel, da kann ich es nicht sagen, da war ich nicht. Aber das sind Veränderungen, die sozusagen von der Basis her versucht werden zu ändern in einer ganz anderen Register als Politik in den letzten 150 Jahren meines Erachtens verlaufen ist. Und ich wollte einfach das anmerken, weil ich das unglaublich nervt. Ich habe, Herr Zalewski, Sie haben eine Definition von Gentrifizierung, die ich seit 20 Jahren höre, dass das irgendwie was mit Erneuerung zu tun haben soll, hier nochmal wiederholt, wo man so denkt, ja, das ist ein solches Gähn-Argument, dass natürlich, wenn man das sozusagen als alles sozusagen systemisch nur anguckt, man vielleicht auch gar nicht anders sehen kann und diese Probleme auch gar nicht hat. Aber ich glaube, dass es eine ganz große und essentielle Frage wird, wie sie Herr Scherer gestellt hat, wie machen wir aus diesen selbstorganisierenden Kräften, die gerade auch in Deutschland an vielen Bahnhöfen rumstehen und organisieren, etwas, was dann sozusagen Gestaltungskraft gewinnt, das ist die essentielle Frage. Und da können Architekten werden in den nächsten 2-3 Jahren allerspätestens mit der Frage konfrontiert sein, wie lösen sie das? Was für Städte bauen wir? Wir werden mehr bauen müssen, anders als das, was jetzt als dieser Investorenschrott, den wir die letzten Jahre gesehen haben. Da wird eine neue Auftragslage draus kommen und die kann man halt hinnehmen oder man entwickelt Inhalte und man entwickelt Agenden. Und das fand ich jetzt schon sehr wichtig, das doch nochmal auf dieses emanzipatorische Gleis zu setzen und nicht sich dauernd nur im System verstrickt wiederzufinden. Ja? We are just collecting questions or comments. Wir wollen einfach ein paar Kommentare sammeln. Und dann eine Reaktion vom Panel. Eine recht simple Frage, und zwar vielleicht mal einfach eine kurze Stellungnahme zu den beiden schriftlich hier im Programm festgehaltenen Fragen zu genau diesem Anlass. Also zum einen, hat Gestaltung ein gesellschaftlich emanzipatorisches Potenzial oder ist sie autonom auf sich bezogen? Es wird sehr breit gesprochen, aber konkret auf diese beiden Fragestellungen einzugehen, ich weiß nicht, erübrigt sich das, weil die sich von selbst beantworten, oder wär das irgendwie, fände ich ganz spannend, ob man da mal eine kurze Runde machen könnte. Yeah, to both, of course. The answer to that is yes. Also die Antwort darauf wäre ja. I will briefly try to explain. Vielleicht versuche ich zu erklären. Which is also an answer to das wäre ja auch eine Antwort auf die Frage of Lefebvre. Wegen Lefebvre. I mean, you know, how could we not Lefebvre. Wie könnten wir Lefebvre nicht respektieren in dem Kontext, den wir gerade besprechen? Aber gleichzeitig hatte Lefebvre, da wir ja im Grunde beim Thema Bauhaus sind, ist es wichtig zu sagen, dass Lefebvre eine ganz andere Vorstellung von Kunst hatte. Und es wurde ja von 50 Jahren Bauhauspädagogie gepredigt und das Konzept von Kunst, die man mit den Malern, mit den Künstlern benutzt wird, ist Kunst um des Kunstwillens. Ich komme schon zu Adorno, ruhig da. Die einfache Antwort ist, dass Lefebvre mehr Adorno hätte lesen sollen. Hat er doch. Naja, aber er hätte es respektvoller lesen sollen. Denn sein Konzept von Kunst war recht modern zum Thema Reflexivre. Er sagt, dass die Stadt eine Oeuvre ist, ein Kunstwerk, und es wird organisch produziert. Beings.
And that move, which you do und have, you have it across critical theory in, man sieht solche Ideen in der kritischen Theorie, aber Adorno hat immer diese Einstellung abgelehnt. Und er war dann in einer schwierigen Situation und hat Schönberg und schwierige Musik verteidigt und hat Jazz verpasst in Amerika, weil Jazz war für ihn einfach populäre Gesellschaftsmusik. Und er hat eine von den wichtigsten politischen Dynamiken in der amerikanischen Kultur, als er in Exil drüben war, verpasst, weil er es falsch verstanden hat. Er hat verstanden, dass Kunst irgendwie schwierig sein müsste. Vielleicht noch eine weitere Sache. Noch paradoxischer erscheint es mir, wenn wir in neuere Debatten reingehen. Und das haben wir bei Ground Zero, glaube ich, erlebt. Ganz am Anfang hat man das auch in Berlin gehört. Es gibt eine Diskussion über Architektur in der Öffentlichkeit. Und der erste Bedarf ist nicht, dass es den Investoren oder den Entwicklungen, den Bauherren dient. Nein, die erste Anforderung ist, dass es Architektur sein soll. Es soll irgendwie erkennbar sein als ästhetisches Statement. Und wenn wir das jetzt als kritische Theorie sehen, dann müssen wir sagen, dass die Eminenz der Architektur wird durch seine Autonomie gesichert. Um Teil der Gesellschaft zu sein, muss es die Möglichkeit geben, etwas Kunst zu nennen. Es bringt es in die Gesellschaft, es hält es nicht fern von der Gesellschaft. Und gehen Sie mal in ein Museum und Sie werden es so sehen. Um vielleicht diesen Aufruf kurz ernst zu nehmen, diese Frage, inwiefern prägt Gestaltung das Soziale? Ich habe immer den Eindruck, dass in einem sehr kondensierten Moment kann man das sehen, dass auf allen U-Bahn-Stationen und Busstationen in den letzten Jahren die glatten Flächen, auf denen Obdachlose zum Beispiel schlafen können, ersetzt worden sind in den Wartehäuschen durch einzelne Sitze mit relativ stacheligen Lehnen in der Mitte. Ja? Das heißt, auf der einen Seite hat man einfach eine Designveränderung, aber auf dem zweiten Blick ist damit impliziert eine sehr weitreichende soziale Veränderung, nämlich dass diese Sitze nur noch für vorübergehende Wartezwecke da sind und man sich da nicht mehr ausbreiten kann, was sozusagen eine bestimmte Klientel weghält, was die Fluktuation der Menschen aufrechterhält, was eine bestimmte sozial ausgegrenzte Gruppe von diesen Orten vertreibt. Und ich glaube, alles das, worüber wir hier sprechen, zieht genau diese sozusagen sehr konzentrierte dieses konzentrierte Verhältnis von Design und Sozial ein bisschen ins Große und versucht, das zu analysieren. Das nur als Antwort auf Ihre Frage. Okay, wir machen eine letzte Runde. Ich habe das Gefühl entwickelt, dass wir, die wir hier sitzen, als Designgemeinschaft ein bisschen zu viel Angst haben, uns zur Macht zu bekennen. Im Moment denke ich, dass wir überhaupt keine Macht haben. Das ist das Problem. Die letzten zwei Tage haben bewiesen, dass der Markt die Macht hat und dass die Marketingabteilungen Macht haben, aber nicht die Gemeinschaft der Designer. Selbst das letzte Beispiel, das Sie jetzt gezeigt haben, hat mir gezeigt, dass Bjarke Ingels gar keine Macht hat. Fox hat die Macht. Also wir als Designer sollten, denke ich, schon darüber nachdenken, nicht nur zum Mond zu fliegen, sondern an diesen Systemen zu kratzen, uns durch die Hintertür reinzuzwängen, festzustellen, was da passiert, das zu zeigen, dem Form zu geben, Bewusstsein dafür zu erzeugen. Und wir sollten auch keine Angst davor haben, Macht zu besitzen. Wir sollten sie uns wiederholen. Dazu braucht es viel Mut. Nicht unbedingt Ideologie, sondern Idealismus. Idealismus ist nichts Schlechtes. Also lasst uns unsere Ideale bewahren, lasst uns Mut und Vertrauen gewinnen.
Ich fand den Vortrag wirklich wunderbar, aber eine Geschichte dahinter müsste man vielleicht noch erzählen, um diese Frage nach der Macht oder des Zugangs zur Macht zu beantworten, ist die Frage, woher kam diese Connection von Murdoch und Bjarke Ingels? Und die haben sich in Davos getroffen. Das heißt, für mich ist die Frage interessant nach der Anschlussfähigkeit von Design und Gestaltung, wie wir das wieder schaffen, Zugang zu diesen Machtzentren, zur Politik zu haben. Und der Einwand von Heinz Buhne heute Morgen fand ich sehr interessant, dass Politik eigentlich doch noch sehr mächtig ist in bestimmten Bereichen, wenn wir auf Krisen zusteuern und so weiter. Und vielleicht ist sie jetzt in Bezug auf die Gestaltung gar nicht so mächtig, aber sie kann als Bügel, Steigbügelhalter funktionieren. Und so in dem Fall genau ist das passiert, nämlich dass die Freundschaft von Bjarke Ingels mit dem Kronprinzen von Dänemark dazu führt, dass er zu solchen Runden eingeladen wird, also das heißt Zugang zur Macht bekommt und solche Kurzschlüsse dann entstehen. Und ich denke, wenn wir über die Frage der Macht von Gestaltung, oder ich finde, Macht von Gestaltung ist die falsche Frage, sondern eher des Zugangs zur Macht und Zugang zur Veränderung, müsse man da nochmal diskutieren, weil die Frage der Politik ist etwas unter dem Teppich gekehrt in diesen beiden Tagen. Wir nehmen noch eine Frage aus dem Publikum oder zwei. Ja. Diese? Ah, da oben. Okay. Sorry. Gott, so viele. Ja, ich hatte auch nochmal das Thema der Macht, was ich nochmal betonen möchte. Und mir stellt sich so ein bisschen die Frage, wo sind momentan ungefähr ja, die Grenzen oder beziehungsweise wo enden die Möglichkeiten zur Veränderung durch das Design? Und inwiefern uns gewisse Utopien oder praktizierte Alternativen eher im Lokalen begegnen oder auch da auch sehr erfolgreich sind und auch Teil der Gesellschaft sind, aber inwiefern eine Gestaltungsmacht oder Veränderungsmacht auf einer Gesellschaftsebene eigentlich da momentan eher vielleicht bei der Weltbank, beim IMF, bei Lehman Brothers und so weiter liegt und bei Firmen wie Halliburton, also wo in der neoliberalen Ideologie auch Kriege geführt werden, letztendlich die sogenannte Blank Page kreiert wird, wie das auch Naomi Klein in ihrer Globalisierungskritik in vielen Argumenten seziert, sodass quasi die neoliberale Ideologie in unterschiedlichen Ländern quasi auf einem weißen Blatt Papier eine neue Gesellschaft kreieren und aufbauen kann, auf der Basis von Konsum. Und das eine ganz, ganz andere Dimension nochmal ist, als über die wir hier sprechen, wo es vielleicht um Ästhetik, Fetischismus und sowas geht. Können wir ganz kurz noch da drüben? Ja. Also die einzige Frage oder das Einzige, was mich tatsächlich beschäftigt, ist, ob wir uns nicht, und ich rede nicht über Design, sondern Designer, bewusst werden sollten über die Verantwortung, die wir tragen und mit der Verantwortung im Zweifelsfall auch die Antworten auf die Fragen kommen, die Probleme, die vor uns liegen. Okay, ganz dahin. Dann war noch hier der Herr im grünen Hemd. Yes, there has been a lot of talk about choice. Es wurde sehr viel gesagt über die freie Wahl und Utopie. Glauben Sie, es ist ironisch, dass Sie hier das Bauhaus von Weimar zu modellieren versuchen, wenn nur eine Frau auf dem Podium sitzt? Und trotzdem sprechen Sie über Inklusion, über Möglichkeiten. Aber nur eine Frau ist da und tolle Dolmetscherin, die sind auch Frauen. Aber warum stehen hier vorne, sitzen hier vorne nicht noch mehr Frauen? Also, es ist ganz toll, was Sie hier machen, aber es fehlen mir die Stimmen der Frauen. Hallo. Ja.
Ich habe eine sehr einfache und kurze Frage. Was mir auch fehlt, wenn ich die Diskussion verfolge, ist, dass wir alle, die wir hier sitzen, davon ausgehen, dass Designer die Gesellschaft verändern wollen. Wenn ich an meine Studenten denke, da habe ich echt ein großes Problem, ihnen überhaupt bewusst zu machen, dass sie die Gesellschaft verändern können, dass sie das auch sollten und dass sie das auch wollen müssten. Ich weiß, wir sind eigentlich über unseren Zeitrahmen hinaus, aber vielleicht sollten wir das zumindest mal berücksichtigen. Reinhold Martin hat es erwähnt, weil ich denke wirklich, als Designer, als Architekten sind wir häufig verfangen, in dem Moment etwas zu produzieren, etwas zu entwerfen, die Freude des Kreativen. Wenn ich an Jan Ingels sehe, dann denke ich einfach mal nur an einen kleinen Jungen, der sich freut, dass er was machen kann. Ich glaube, das ist dasselbe bei Kohlhaas. Auch das, denke ich, ist ein Aspekt, der uns eine ganz neue Perspektive eröffnen würde, wenn wir hier sitzen. Ich würde ganz zum Schluss gerne das Bild der Anthropologin Anna Tsing anführen, die das für das Ineinandergreifen des Globalen, des Universalistischen mit dem Lokalen, mit dem Konkreten, aber auch mit Formen des Widerstandes, das Bild der Reibung anführt. Also ihr Buch über die Ausbeutung des indonesischen Regenwaldes heißt Friction. Und da geht es ganz konkret natürlich um die Ausbeutung des Regenwaldes, aber auch um all die verschiedenen Räder, wo dieses globale System zum Greifen kommt. Und dieses zum Greifen kommen von Machtmechanismen ist auch genau der Punkt, wo Gestaltung ansetzt und wo andererseits auch die Stimmen von den anderen, also von Frauen, von Behinderten und von Flüchtlingen, zu Gehör kommen. Ja, und ich würde sagen, die Prozesse der letzten Monate zeigen, dass diese Friktionen immer stärker bei uns ankommen, dass sie nicht mehr nur in Indonesien sind, sondern hier erfahrbar werden. Und ich glaube, daraus entsteht eine Energie, die man dann wiederum gestalterisch einfangen müsste oder könnte. Aber jetzt Podium. Ja, als Politikwissenschaftler kann ich noch ein paar Bemerkungen zur Macht machen, ganz kurz. Erstens würde ich mir die Politiker und die Regierungen nicht nur anschauen in Bezug auf ihre Macht. Jedenfalls würde ich nicht darauf schauen, wenn man Macht für soziale Veränderungen haben will. Also ich meine, die lachen im Raum, die wissen vielleicht, transformative Kraft sollte man dort nicht suchen in der Politik. Und zweitens bin ich der Meinung, dass die echte Frage doch lauten muss, wo haben wir Möglichkeiten, die Machtbeziehungen zu ändern und wie können wir hier die Möglichkeiten zur Veränderung mitgestalten, verstärken, sie ausbauen. Ich habe eines noch nicht erwähnt, und zwar Proteste. Vielleicht müssen wir einen Protest generieren. Dan Rose hat gerade diese Maschine gemacht, die irgendwo einen Park reinigt, den Schnee das Gas dort auffängt und Diamanten draus macht. Das zeigt zwei Dinge. Dass einerseits, wie schmutzig unsere Parks sind, aber auch, wie viel man daraus machen kann, aus diesen Abfällen, aus diesem Rauch, aus diesem Abgasen. Ja, das ist die Vielfältigkeit der Probleme, die wir haben. In dieser Diskussion sagen wir immer, dass Macht nur die Großen haben und dass sie die Gesellschaft formen. Und das ist eine Idee, die auch in der Geschichte schon kritisiert wurde. Da gab es auch bei den Gender-Studien Kritik. In den Gender-Studien ist es ganz klar gezeigt worden, dass die Macht oder die Macht auch bei den Rebellen ist, bei den Verbrauchern, bei den Denkern. Da liegt die echte Macht. Sie können ihre eigene Zukunft bestimmen, weil sie haben die Möglichkeit, die sie früher nicht gehabt haben. Auch das ist eine Möglichkeit, die emanzipative Kraft der Gesellschaft zu
diskutieren und des Designs, dass das Leben verändern kann. Und das können Menschen, obwohl sie eben nicht ganz oben auf der Machtpyramide der Politik oder so stehen. Also das wird das Alltagsleben in Europa verändern. Ich denke, nochmal in Bezug auf die Studenten, die die Gesellschaft nicht verändern wollen, das wird jetzt mein letzter Kommentar, diese Diskussion führe ich auch. Und es ist sehr wichtig für Designer, dass sie verstehen, dass sie die Gesellschaft verändern, ob sie es nun wollen oder nicht. Es muss ihnen klar gemacht werden. Und sie müssen darüber nachdenken, wie sie es tun. Ich meine, das ist die eine Seite mit dieser Bank im in der Bushaltestelle, wie die designt ist, sodass sich jemand hinlegen kann oder nicht, oder ob man nun eben poröse Materialien im Erdgeschoss nimmt, damit eine Zirkulation erfolgt. Also Studenten müssen wissen, als Designer, wenn sie das dann sind, beeinflussen sie die Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen und sie müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Die zweite Anerkenntnis muss sein, dass diese Studenten künftigen Designer eben nicht außerhalb der Gesellschaft stehen. Sie sind ein Teil davon. Sie müssen ebenfalls verantwortliche Bürger sein. Vielleicht nur ganz kurz, weil ich glaube, viele Fragen haben sich um das Problem gedreht, was Menschen, die im Design oder in der Architektur arbeiten, an politischer Arbeit liefern können. Und jetzt war oft von Adorno die Rede, und auch wenn die Geste von Kulturkritik, die Adorno geübt hat, als jemand, der von außen sozusagen mit großer Sicherheit Meinungen absondert über alle möglichen Phänomene, glaube ich, extrem veraltet ist, hat er doch in einem doch sehr recht gehabt, glaube ich, weil er gesagt hat, in seinen literarischen Schriften zum Beispiel, dass Widerstand im Grunde Aufmerksamkeit auf Form ist. Und deswegen hat er als reaktionär geltende Lyriker wie Borchert zum Beispiel Schriftsteller wie Brecht und Sartre vorgezogen, und das ist vielleicht etwas, was man im Blick behalten kann, dass Aufmerksamkeit auf der Form, Sorgfalt auf etwas Geformten, Versenkung in Form sozusagen schon ein Beitrag des Widerstands sein kann. This is hard. Okay, so power. Gut, ja, die Macht. Das wäre wohl ein Thema, das ich aufgreifen sollte. Macht ist nichts, was man einfach so hat. Macht wird gemacht. Über Beziehungen. Macht, ontologisch gesehen, ist Beziehung. Strategisch können wir natürlich darüber reden, dass wir eben Machtkorridore mit erobern wollen, Zugang zu ihnen gewinnen wollen, um eben mit den Mächtigen zu reden oder Zugang zu ihnen zu haben. Aber ich denke, strategisch und ultimativ gesehen ist es wichtig und wertvoll zu zeigen, und das haben einige von uns versucht, wie diese Beziehungen funktionieren, wie sie sich auswirken in der Praxis. Wenn man eben einen Architekt sieht, der für einen bestimmten Kunden ein Projekt ausführt, wie ich es versucht habe in meinem Vortrag darzustellen, da geht es einfach nicht nur um seinen persönlichen Zugang zu diesem Kunden, sondern, ich meine, wenn wir pädagogisch reden, geht es ja auch um den Wunsch des Architekten, diesen Kunden zu haben, dass sich manchmal irgendwo infantil äußert, dieser Wunsch nach Macht. Also erster Punkt, vorsichtig, was man für sich selbst wünscht. Darüber hinaus gesehen, denke ich, sind Architekten und Designer und Städteplaner ganz gut dabei, strategisch zu denken, komplexe Beziehungen zu denken. Ich als Historiker muss mit einem historischen Punkt abschließen. Der Punkt ist, wie ist das passiert? Wie kann es immer wieder passieren? Wie kann es geschehen, dass es sich wieder und wieder wiederholt? Da können wir viele Antworten finden, viele Zugangspunkte zu dieser Frage. Aber diese Frage beinhaltet auch eine Art von Handlungsmacht, nicht die, die wir mit den Korridoren der Macht assoziieren.
wahrscheinlich und eigentlich ziemlich sicher erkennt man hier die Strukturen. Sie haben es vorhin richtig gesagt, fünf weiße Männer, eine Frau reden hier. Sogar sechs weiße Männer und eine Frau reden hier. Da haben wir die Genderfrage, die Exklusionsfrage. Das alles musste passieren, damit wir diese Aussagen treffen. Und das alles gehört zu diesem Machtkomplex hinzu, den wir zu erkennen lernen. Und wie wir ihn erkennen lernen, so sind wir auch besser in der Lage, darauf zu reagieren, sicher in Kollaboration mit anderen. Ich mache mir gleich Feinde unter Ihnen, nehme ich an. Aber zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich Ihnen sehr dankbar bin dafür, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben, dass selbstverständlich die Form eine ganz große Rolle spielt. Jetzt zu dem Punkt, an dem ich mich vielleicht wirklich ganz unbeliebt mache bei Ihnen. Ich selber bin keine Architektin, ich bin auch keine Designerin. Ich bin jemand, die aus den Geisteswissenschaften kommt. Ich benutze das alte Wort auch immer noch sehr gerne, auch wenn es mit dem Geist heutzutage nicht mehr so einfach ist, aber was ist schon einfach. Was mich erstaunt ist, ich habe das an mir selbst gemerkt, dass ich diese Fragestellung nämlich gar nicht erst angezweifelt habe. Warum denken wir, dass Design oder Designerinnen und Designer die Gesellschaft ändern können, weil sie so nah dran sind? Sind es Buchhalterinnen und Buchhalter nicht auch? Sind es Taxifahrer oder Taxifahrerinnen nicht auch? Können die die Welt ändern? Also was ich damit sagen möchte ist, ich habe den Eindruck, und das ist etwas, was ich habe lange unter Architekten zugebracht, ich habe da gelehrt und habe versucht, immer so ein bisschen Sand ins Getriebe zu werfen. Ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich immer noch in dieser Berufssparte, die so viel von Kreativität auch zurecht hält, eine gewisse Überschätzung gibt. Und diese Überschätzung wäre ganz gut, wenn sie sich darüber im Klaren wäre, auf welcher Seite sie steht. Bin ich Teil des Problems oder bin ich Teil der Lösung? Das ist ein bisschen schwarz-weiß jetzt formuliert, darüber bin ich mir im Klaren. Aber ich denke, das ist eine subjektive Haltung, die muss man entwickeln. Ob wir das mit Luigi Strozzi nochmal reflektieren, was das war, was das sein könnte, wohin das geht. Oder ob wir völlig andere Voraussetzungen uns überlegen müssen, das wage ich wirklich nicht zu beantworten. Eine Sache aber, denke ich, ist ganz klar, nicht nur, dass wir hier, wie viele Männer sind wir? Sechs, ja? Und eine weiße Frau, welch, what a shame, nicht nur etwas erzählen über diese Gesellschaft, das tun wir natürlich auch, aber wir versuchen darin auch ein bisschen zu kaschieren, dass bestimmte Denkmuster und ich möchte daran erinnern, was ich gestern gesagt habe, im Zitat von Herrn Adorno. Bestimmte Muster sind einfach patriarchal. Und was das bedeutet im größeren kulturellen Kontext, das glaube ich, muss ich hier nicht explizieren. Ich will eigentlich vor allem danken, aber ich möchte doch noch, kommen wir jetzt doch nicht umhin, noch ein Wort auch zu dieser Machtfrage zu sagen. Ich glaube, was wir vielleicht nicht jetzt, klar, wir haben, es ist eine gigantische Frage, insofern kann man, vieles haben wir ausgelassen und wir können noch Monate hier reden, wie Reinhold sagt, aber die Gesellschaft ist ja nicht ein homogenes Ganzes, sondern die entscheidende Frage ist jetzt sagen, mit welchen, also wie man sich positioniert und mit welchen gesellschaftlichen Kräften man sich irgendwie in Bezug setzen will oder sich verbündet. Und die klassische Avantgarde, ich glaube, das ist etwas, was immer zu sehr vergessen wird, ist ja gar nicht denkbar ohne bestimmte gesellschaftliche Akteure, die sozusagen entscheidend waren, auch dieses Programm gemeinsam umzusetzen. Und die Frage ist ja dann, wer sind heute diese Akteure, mit denen man sich, also sozusagen, wo man die Möglichkeit sieht, auch Dinge umzusetzen, weil der Designer, die Designerin ist ja nicht
die heroisch einsame Figur, sondern sie ist Teil eines größeren Spiels. Und das Entscheidende ist ja nicht die Frage Macht per se, sondern sagen, mit welchen gesellschaftlichen Kräften, wo sieht man eine Chance, sozusagen etwas Sinnvolles beizutragen und mit welchen gesellschaftlichen Kräften kann dies passieren. Das ist, glaube ich, da entscheidend. Gut, das ist eine Antwort, habe ich mir jetzt so erlaubt. Ich möchte euch sehr herzlich danken für eine fantastische Diskussion, die ich fand, und natürlich auch den ganzen vorherigen, der letzten zwei Tage, Rednern und Diskutanten und Moderatoren. Applaus